Da bin ich wieder. Man, so stehe ich mit dem Kopf im Schrank und strecke den Arsch weg. Scheint hey lauter Irre um mich rum, ey. Ah, jetzt bist du nämlich frisch. Danke. Ja, hast du mal geguckt, wie wir da noch drin sind? Gunnar. Wo ist denn der perfekte Schuss? Wo ist was? Wer soll ich da das wissen? Der Becher dazu. Die da, ne? Die wollen mich hier in den Wahnsinn treiben, ne? Das ist denn ihr Ziel. Ja, mein Ziel ist es. Was ist dein Ziel, mein Sohn? Was ist mein Ziel, dein Ziel? Ich shake's mal, aber das funktioniert hier nicht. Ja, dann muss ich mal die Sache runterbringen, bevor sie schon letzte Woche fortgelaufen sind. Ich mache irgendwo eine Fabito-Hose, also. Oder so trinke. Du kleine Fazoneswutzi, du, hm? Jo. Ich hab's euch gesagt. Wer so Kinder und einen Freund hat, der braucht keine Feinde mehr. So ist es einfach. Was soll ich sagen, ne? Das ist es einfach so. Was macht er dann jetzt schon nochmal, der Bub? Womit kann ich das? Jetzt habe ich Dauerschreiber auf den Tisch geschmiert. Nee. Weil ich hier so Cashier mir so mache? Nee, wirklich jetzt. Hammerhart. Freundchen. Nee. Jetzt mach das Licht nochmal an. Mach das Licht jetzt nochmal an. Nee, ich mach jetzt nicht aus. Nee, warum? Was machst du? Mariechen, der Freund nervt mich. Warum? Weil er das immer macht. Ja, bitte nur ein Deck irgendwann. Was für Deck? Irgendein Deck, egal, ja. Ey, wo ist denn der Deck? Dass ich sehr trick. So, ja. Donat. So. Na, Mama. Halt, das halte ich dich auch zurück. Und das ist es schon leben. Boah, ja, ich hätte auch liegen. Schlaf gut. Donat, Heiko. Donat, nee, bei dir mach ich das nicht. Nee, das ist schon nicht. Ja, genau, so, genau, Mama. Sind da jetzt mal alle weg? Darf ich jetzt hier weitermachen? Danke. Also, dass man auf die Eiersack gekriegt oder so. Guten Abend. Du Scheißtyp da. Ich sehe da drin auf Finstern, geht noch der Sack. Unfassbar, ne? Unfassbar, was hier abgeht, ne? Pass mal auf, jetzt droppt er gleich schon mal die Tür auf. Aua, mein Kiefer hat geknackt. So unterwegs machen die mich, ne? Jetzt hat der doch tatsächlich die Decke in den Dreck geschmissen, ne? Da kannst du rinschlafen und meinst, Scheiße, ey. Ihr sind die endlich normale, ne? Das muss ich erst sagen, ne? Weil sich hier abspielt, das gibt auf keine Kuhhaut, ne? Unfassbar, unfassbar, ne? Ich spiele jetzt die Szene ab. Der Mensch wäre schon im Irrehaus, ne? Ja. Jetzt haben sie alle gar das Feld verlassen, Gott sei Dank. Sind sie mal lang genug auf der Nase rumgetrampelt? Was wollte ich jetzt noch erzählen?
Irgendwas wollte ich erzählen, wo ich noch gedacht habe. Ah. Gestern war ich mit meinem Söhnchen zum Arzt, ne? Moment gerade, ey. Moment mal. Also, ich war mit meinem Söhnchen bei der Arzt, ne, weil er Husten hat. Und die Brille habe ich immer noch nicht gemacht. Weil er Husten hat und Halsweh, ne? Und da habe ich ihn angerufen, habe gesagt, ne, der hat das und wir kommen dann vorbei. Und wir kommen dahin, der Arzt, ne, und er sucht, ne, und sagt, ah ja, hat ihm dann die Treppe aufgeschrieben. Und da habe ich gesagt, was ist, wenn das jetzt Corona ist oder irgendwie was, ne? Und dann macht er, ach, da habe ich so für mich gedacht, ah ja, gut, ne. Wenn alle gar so denken, müssen wir uns nicht wundern, dass demnächst noch alles zumacht, ne? Die Junge, die Hand hat meistens, die zeigen gar keine Symptome, ne? Also brauchen wir jetzt auch nicht zu testen, dann so, ne? Kein Problem, so auf die Art. Da habe ich so für mich gedacht, ey, sag mal, ich habe das nur gedacht, ich will mich hier mit keinem anlehnen, ne? Also verstehe, da habe ich auch gedacht, ja, richtig, wie gesagt, wenn jeder so denkt, ne, und sagt, ah ja, alles halb so wild, ne, dann müssen wir aus ja, dann mache ich ja praktisch die Behörde und so, ich mache ja von nichts Theater, würde ich sagen, Daniel, ne, wenn das ja alles halb so wild ist, ne. Also, ja, habe ich auch gedacht, naja, gut, ne. Jetzt willst du raus, oder was? So, jetzt bin ich nochmal da. Also, da ist hier eine Katastrophe. So, wie das da aussieht, hat mein Söhnchen mich ja noch angestochen. Ne? Ich bin gerade schon mal kotzen. Ne? Die kommen auch noch heim vor Unfried. Oh, Katastrophe. Ach so, ja, genau. Jo. Keine Ahnung, ne, was die alle sich so denken bei der ganzen Untersuchung. Da, ne? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich bin da ein bisschen sprachlos. Genau, so. Das war das, was ich euch noch erzählen wollte, was ich gestern vergessen habe. Ja. Ansonsten hoffe ich, dass ihr heute schöner Tag hat, weil ja, der ganze Morgen hat es ja geregnet, aber dann nachher ist ja die Sonne rausgekommen, ne? Zumindest mal bei uns. Ja. Gut, ich war heute auch noch kurz im Action. Und nicht so viel geholt. Das mache ich wahrscheinlich mal free. Also zeige ich euch wahrscheinlich mal free. Ja. Und endlich war meine Lieblingsverkäuferin nochmal da. Herrgott, ey! Ich kann die einfach Urlaub machen. Gut. Dann wünsche ich euch noch das übliche. Bis morgen. Na, muss jetzt noch ein bisschen was wurschteln. Wir haben jetzt bis 11 Uhr. Haha. Da lese ich gerade Sommerhausmobbing, harte Konsequenzen für André und sein Dingsbums da, ne? Ja, Gott sei Dank, ne? Weil die führen sich da drin ja oft wie die Schweine, ne? Also das ist echt eine Katastrophe, ne? Bei der letzten, also bei TV Now kommt ja immer bevor es im normalen Fernsehen kommt, ne? Die Folge. Und beim letzten Mal, noch der Nominierung, also da haben sie ja die Nominierung da gemacht halt eben, ne? Und die Wahl oder wie auch immer die da drin nennen, keine Ahnung. Da steht dieses Stick, ne? Also der Typ, ne? Der Bachelor-Idiot, ne? Steht da an der Tafel da, ne? Stift
ich weiß gar nicht, was er gesagt hat, auf jeden Fall fällt die alle gar nicht mehr über das Meer her, ne? Über die Dings. Und dann kann auch Alicia und Lou können ein Video machen auf ihrem Kanal, das hat ja alles komplett aus dem Verhältnis gerissen worden ist. Und das ja gar nicht so war, wie das Meer sich verhalten hat, das zeigen sie natürlich nicht. Und da habe ich so für mich gedacht, die Sprüche, wo die da sahen, mache, die Art und Weise, wie die mit der Frau umgehe, verstehst du das? Das rechtfertigt gar nichts. Verstehst du, dann Herr solle sein Schwanz ingepackt lassen, verstehst du das? Hätte er nicht solle auf seine Dream Dates da jede über die Matratze zerre. Ne? Dann müsste er sich heute auch nicht so scheiße anhören, ne? Also, was soll denn das, ne? Genau. Und das ist richtig so. Wie gesagt, und dann habe ich gestern das Video von Lisha und Lou geguckt, dann habe ich so von mich gedacht. Ich kann es einfach nicht verstehen, dass man einfach so blind ist, dass man sich im Rudel praktisch auf eine andere Person stürzt, ne? Also, versteht, das rechtfertigt gar nichts. Das rechtfertigt nichts. Ne? Die ist ja wohl nicht hingegangen und hat jeden von denen an die Backe geschlagen, oder? Ich gehe mal schwer davon aus, dass sie das nicht gemacht hat. Ne? Also, was für Problem gibt es, dass man sich so derartig auf jemanden stört und dann soll das Stars sein? Verstehst du, die im Fernsehen, sie wissen doch, dass das ausgestrahlt wird, ne? Wie die sich doch benehmen wie die Potschwein. Ne? Warum macht man sowas, ne? Gerade nur dem Beispiel der Promis und der Palmen war das, Mensch, ne? Wo sie die Claudia Oberts da gemobbt haben. Da haben sie doch gesehen, was passiert, wenn sie, ne? Was die Menschen dann über sie denken. Das weiß man doch. Ist man so dumm oder was? Ich verstehe es nicht. Wenn ich einen nicht leiten kann, ich meine, das Lisha hat gesagt, ihr kann ja niemand vorschreiben, wenn er sie leiden kann und wenn er nicht. Nee, hat doch keiner gesagt. Dann lass die scheiße Kuh in Ruhe. Verstehst du das? Du sie einfach ignorieren, wenn du sie nicht leiden kannst. Ne? Fertig ab, das mache ich doch auch so. Ich kenne mich nicht mit Leid ab, die ich nicht leiden kann. Ne? Dann mach's doch einfach so. Ne? Ich meine, wenn man irgendwo schaffen tut, ne, muss ich mit Arbeitskollegen abgehen, die man nicht so gut haben kann. Ja, gut, dann ist das halt so, ne, aber du verdienst halt einfach dort dein Geld. Ne? Und die alle da verdienen durch die Medien ihr Geld. Ne? Weil ja, keiner von denen, wer schafft von denen? Keiner. Ne, Lisha und Lou haben ja YouTube und was weiß ich nicht noch alles. Ne? Dort, die andere YouTuber da, ich weiß immer noch, also keine Ahnung. Ja, gut, der Robinstor und seine Frau, die haben ja die Fitnessstudios, ja. Aber ja, die Annemarie Eilfeld, die tut als mal ein Mikrofongröle, ne? Ja, aber die sind doch alle gar in der Öffentlichkeit, ne? Wieso benehmen die sich wie die Potschwein? Das verstehe ich einfach nicht, ne? Ich verstehe. Das sieht so furchtbar aus. Ich verstehe es nicht, ich kann mir es nicht erklären, wie man so dumm sein kann, ne? Ehrlich, ne? Klar sind die jetzt eine Zeit lang auf dem engsten Raum zusammen, aber ach da, wie gesagt, ne? Wenn ich einen nicht haben kann, dann sage ich gerne nicht Antwort, wenn mich jemand anschwätzt, ne? Aber ich bin nämlich nicht wie die letzte Drecksassis, ne? Also man kennt auch Sommerhaus der Assi-Stars nennen, ne? Oder der Vollassis, ne? Das sind, wo sie Herz aber herzlich zeigen und was weiß ich nicht für Sendungen, wo sie die Leute ja immer gerne hinstellen wie Assis, ne? Ey, die haben wenigstens Anstand und Menschlichkeit, ne? Nicht wie die Dorn im Haus. Also ehrlich, ne? Und dann, wie gesagt, kann man sich dann hinstellen und versuche als noch, sich selber an das richtige Licht zu regeln. Das kriegen sie nicht hin. Das kriegen sie doch nicht hin. Das ist doch alles offensichtlich, was da abläuft, ne? Und der Bachelor, der ist echt ein ganz übler Mensch. Und ich bin froh, dass ich jetzt bei ein paar YouTube-Kanälen gesehen habe,
dass ich wohl nicht der Einzige bin, der so denkt. Und auch, wie gesagt, Firmen abgesprungen sind, wo mit denen nicht zusammenarbeiten will, mehr, weil sie sich mit sowas nicht klicken oder so wollen. Ne? Also sie distanzieren sich schon davon und haben halt so die Kooperationen beendet. Und so soll es sein. Die müssen das merken. Verstehst du das? Die tun sich benimmen wie Sau und dann gehen sie davor bestraft. Ne? Und die Menschen, die merken das ja nur noch, wenn es um Geld geht. Ne? Wenn sie die Kasse zugedreht kriegen, ne? Dann merken sie erst, dass sie Scheiße gebaut haben. Ne? Aber vorher halt eben nicht. Ne? Und so ist das richtig. Selber schuld, wenn ich mich nicht im Griff habe und mich benimmen muss. Weißt du, sie hat sich auch bei dem entschuldigt. Na, da wäre es doch auch gut gewesen. Aber der hat es dann nicht mehr aufgehört. Ne? Der hat sich benommen wie Pottschwein. Ne? Also wirklich Katastrophe. Hat Abonnentin abonniert, wie hat sie gesagt? Sie wird, ihr werde Strom, glaube ich, sind da ja vor, da zu gucken. Da ist er wirklich, sind da ja vor, da zu gucken, ohne Witz, ey. Aber mich interessiert es jetzt, ne? Jetzt habe ich angefängt und jetzt muss ich sehen, was da jetzt weiterhin passiert, ne? Und jetzt muss ich auch leider sagen, ne? So schlimm wie es wirklich ist, ne? Der, wie heißt die jetzt noch? Der Georgina, ihr Kerl, ne? Der hat ja den Bachelor ins Gesicht gerotzt, ne? Was soll ich sagen, ne? Im Nachhinein hat er es wohl verdient, ne? Das ist ja die größte Beleidigung, wo man eben antun kann. Ne? Also das sind Sachen, die gehen ja völlig unter die Gürtellinie. Ne? Aber wenn ich sehe, wie dieses Pottschwein sich dort verhält, ne? Ne? Was soll ich sagen? Ne? Also kann ich nur sagen, gut gemacht. Ne? Na denn, wie wir jetzt sehen, wie dieser Mensch sich entpuppt. Ne? Er und seine Lakaifreundin, ne? Die scheinbar zu hohl im Kopf ist, vor selber zu denken. Und vor lauter Eifersucht und Hass, er so zerfressen ist, dass er so im Idioten daherlaufen muss, ne? Und dem sei, machen schon, verstehst du, sie hat, irgendwo hat sie sich ja gewehrt, wie sie gesagt hat, hört nur noch, Eva, 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 Eva. Aha, fällt da was auf, Madame, verstehst du? Denn dem Typ dreht sich alles scheinbar nur noch um die Alter, ne? Nicht um dich, sondern um die, ne? Eier. Du hast recht gehabt, das hat sie dann kurzerlich, der Moment hat sie gehabt, da hat er sie dann ein bisschen beruhigt, ne? Das hatte ist, ne? Dann haben sie sich umgedreht, ne? Weißt du, die waren in dem komischen Interviewraum da, ne? Und dann haben sie sich umgedreht. Der Herr hat die gemaßregelt, ne? Dass sie endlich jetzt wasche, dass so, also jetzt nicht im Bösen, sondern so versucht, die runterzubringen, dass sie aufhört, so zu fluchen, ne? Da habe ich so für mich gedacht, mein Gott, der Gesicht ist eh schon jetzt, also so, das hast du eh schon dein Gesicht gezeigt, jetzt ist es sowieso scheißegal, ob die Alte jetzt nicht mit dir flucht oder nicht, ne? Das kann jetzt nicht mehr wirklich viel verschlechtern oder gut machen oder wie auch immer, ne? Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht, ohne Scherz, ey, meine Güte, ey. Wie bin ich jetzt eigentlich da drauf gekommen? Ach so, weil ich drauf gedrückt habe, was Google für Uhr machen und da steht Promiflash Sommerhausmobbing. Harte Konsequenzen für André und Jenny. Richtig so. So soll das sein. So. Ich mache jetzt Feierabend, hey, ne? Also jetzt hier mit euch, ne? Ich muss noch ein bisschen da rumwohlen. Jetzt hatte ich gedacht, ich hätte vom Action noch so kleine Kartons, also so kleine von denen, also, ne? Leider nicht. Also muss ich doch gucken, dass ich eine da in den Griff kriege, ne? Ich alter Profi, ey. Unfassbar. Aber es ist ja Handarbeit, ne? Was macht denn da so? Was ist das denn, ey? Sei leise. Psst. Freundchen! Hat sich aber ganz komisch angehört.
Sogar der Hund, ne, hat das jetzt gehört. So. Jetzt wünsche ich euch noch das Übliche. Bleibt gesund, passt auf euch auf und so weiter und so fort. Und demnächst ist mein Pullach-Nummer gerade. Vielleicht. Tschüss.